Bolt. Möchtest du meine Bowling-Nüsschen ja, sehen? Bolt ist ja das englische Wort für... Bolt ist ja mit D geschrieben, das englische Wort für Nacht... Glatzköpfig. Meine glatzköpfigen Nüsschen. Scheiße, ey. Ey, wir haben da hinten einen Sumpf. Cool. Ein Haus im Sumpf wäre auch cool. Da würden meine meine Seelenwinde nicht mehr so auftauchen. Derek Segen auf dem Weg. Was? Ab 20 Pizze, meine Pizzkuhfrau ist schön. Alles ist auch vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Also es hätte einen Vorteil, wenn wir in den Sumpf ziehen, weißt du warum? Dann würden meine gelegentlichen Seelengase nicht mehr so auffallen, weil hier stinkt es ja sowieso. Ja. Apropos. Ja, gut, aber in der Hütte, hallo, wir haben drei Kühe im Haus. Im Haus. Apropos. Was meinst du, wie da drin stinkt? Naja, vor allem bei dem, bei der Pilzbelastung. Noch nie ausgemistet. Vor allem bei der Pilzbelastung, ne? Aber. Ja. Ich möchte dazu auch anmerken, dass hier ja momentan unser Haus sowieso immer nur umgebaut wird und keine Ahnung, vielleicht landen die Kühe wieder eine Etage tiefer. Ich meine, die haben jetzt schon ein bisschen Auslauf bekommen. Aus der Vagina. Ja. Den Auslauf. So. Vom Kuh. Müde von diesem Bild. Was? Die kannst du nur. Dann gehen wir halt vom Kuhauslauf zurück zum Anusausfluss. Da waren wir heute zum ja Aufstand nicht. Im Anus deiner Mutter. Ja, genau. Zum Aufstand in deine, im Anus deiner Mutter. Also, Erik, was sagen Sie zum Aufständen in Ägypten? Nicht viel. Ich glaube, genau mit derselben Antwort hatte ich damals geantwortet. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es ist bei mir so eine Standardantwort. Was? Nicht viel. Wenn ich gefragt werde, sagen Sie dazu nicht viel. Und was sagen Sie für den Aufstand im Anus deiner Mutter? Ich würde sagen, das ist eine Frage, die sollten wir definitiv erst klären, wenn ich auf die Zeit geguckt habe. Ah, locker. Genau darum wollte ich dich auch gerade bitten. Bei wie vielen Minuten steht die Aufnahme? Insgesamt der Zeit oder Spielzeit? Ja, ich egal. Gut, Spielzeit etwa 27 Minuten, insgesamt der Zeit 47. Ah. 7 und würz mich, du alte Sau. 7 und würz mich. Wir wollten eigentlich eine halbe Stunde aufnehmen. Ja, aber da war die Aufnahme schon am Laufen. Alter, was ist das denn für ein Berg? Alter. So ein Riesenberg bin ich eigentlich bloß gewohnt. Na egal, ich lasse es jetzt. Aber müsst ihr euch einfach mal vorstellen, der Riesenberg, auf dem ich gerade zuschwimme, ist braun und das hier ringsherum ist, sind keine Sterne und keine endlose Weite, sondern eine weiße Toilettenschüssel und das Wasser ist gelb. Dann bin ich solche Riesenberge gewöhnt. Wir haben hier oben eine relativ geile Insel, muss ich sagen, Basti. Nur weil ihr euch zu Hause keine Klospülung leisten könnt, brauchst du nicht... Klospülung? Hä, wo lebst du denn? Wir sind in Berlin, da wird ein Loch gelassen... Von der vierten bis zur ersten Etage. Die unten müssen halt aufpassen, müssen erstmal nach oben gucken, bevor sie sich selber hinsetzen und kacken. Ich stell dir mal vor, du hockst da gerade bis in der zweiten Etage, auf einmal klatscht die auf dem Rücken aus der vierten Etage. Oh. Ja. I. Und ich stell mir gerade so vor, oder stell dir vor, wie ein Mädchen kreischen würde, wenn hier das passieren würde. Oh. Ich stell dir vor, du willst gerade außer Haus so gehen und du weißt ja, eine attraktive junge Frau willst du außer Haus gehen, hat ein rückenfreies Kleid an, auf einmal klatscht ihr erstmal aus dem fünften Stock auf den Rücken. Und dann schön hinten ins Kleid rein. Oder vorne ins Dekolleté. Oh. Oh Gott, wir sind krank. Ich glaube, wir sollten uns echt mal einliefern lassen. Ja, definitiv. Aber in dieselbe Klinik kommt es langsam. Ja. Nach 2 Wochen siehst du dann die Pfleger in einer Ich-hab-mich-lieb-Jacke da sitzen. Oder es werden große CLP-Banner aus dem Fenster gehangen. Eins von beiden.
Und dann let's play Psychiatrie. Oder sollten wir besser sagen, let's try to Psychiatrie insane. Definitiv. So. Ey, hier ist so ein richtig geiler Berg, da kann man nicht viel raufbauen. Schade. Ey, die Insel ist richtig geil, auf der ich gerade stehe. Ich stell mir das gerade vor, mit diesem, ich hab mich nie sicher. Muss dann draufstehen, ich liebe mich, aber nur wenn du mir, wenn keiner hinguckt. Ey, ich stehe auf so diese Insel. Woran denkst du denn schon? Du bist so eklig. Das ist das. Also, die Leute, die wissen das ja gar nicht. Die denken immer, ich bin dran schuld. Ja, aber jetzt habt ihr gerade mal mitbekommen, wie eklig passt der eigentlich. Der hat sofort widerliche Gedanken zu meinen Aussprüchen. Zu meinen Ergüssen. Ja, das bin ich bei dir gewöhnt, weil du es sonst immer so meinst. Ja, ja, ich meine sowas nie so. Das weißt du ganz genau. Das sind immer alles deine eigene Auslegung. Das war jetzt auch überhaupt nicht geplant. Alter, dieser. Nein, gar nicht. Und dieser Hügel, Alter, diese Insel ist richtig geil. Du hast so einen kleinen Strand, ja. Der sieht aus wie rangeklebt. Da hast du diesen. Ich habe zwei. Und einen großen Baum. Ich habe keinen gespaltenen. Also ist da vorne zu, ja. Du arme Sau, du. Nein! Hart auf den Boden aufgeschlagen. Ich kenne eine, die heißt mit Nachnamen hart. Ist mit hart auf den Boden aufgeschlagen, ja. Das könnte passieren. Genau. Aber die hat einen Freund und die ist 14. Das ist lieber. Ja, der Freund macht weniger Probleme, schätze ich mal. Der Freund nicht, aber das wäre eher so ein Problem für dich. Ich meine, ja, die warmen Brüder, ja, in der blauen Uniform würden halt Probleme machen. Aber ja, wie heißt das so schön? Ja. Sie, wir sind zwar warm und brüderlich, doch warme Brüder sind wir nicht, wa? Genau. Na, mal sehen, ob ich mein Brot noch zurückbekomme. Wusstest du übrigens in der Frühgeschichte, ja? Da war Erbrochenes das erste Deo der Welt, weil in der Bibel steht ja auch, er nahm das Brot, er brach das Brot und verteilte es unter den Armen. Oh, der ist so schlecht. Ja. Der ist so schlecht. Aber wenn man versuchen würde, also man müsste eigentlich mal versuchen, die Bibel irgendwie jugendreifer zu machen. Nein, sorry, Kumpel. So, jetzt möchte ich mein Brot zurückhaben. Hast du Brot? Nein, hast du Brot? Nein! Ey, Mann. Das sah euch jetzt wieder an das Kassler-Video. Nein, Kassler. Ich meine das, wo der Türke im Fleischer steht und Kassler haben will, aber nicht vom Schwein. Ja, das ist... Oder das Häschen. Kennst du das Häschen, das jeden Tag kommt und nach Mörchen fragt? Ja. Hast du Mörchen? Ich kenne auch die Sache mit der Vollmacht. Ja, das mit der Vollmacht und dann dachte er irgendwann, ja, habe ich und dann musst du Hose wechseln. Ja, dann musst du Hose wechseln. Das gibt's auch mit dem Blätterknollenpilz, wo er dann auch ankommt, dann irgendwann besorgt der Typ ja dann den Blätterknollenpilz, hat gesagt, ich habe extra für dich einen geholt. Musst du wegwerfen, ist ganz doll giftig. Ich glaube, in so einem Moment würde ich mich auch verarscht vorkommen. Ja. Alter, dieses Wasser, das regt einen so auf. Ich sehe schon mal die Insel, da ist schon mal... Nee, das war die Pilzinsel, scheiße. Du bist auf jeden Fall derjenige, der das macht. Hass, abgrundtief hass. Gut, dass du mich schon hast, dann kann ich ja machen. So, bin ich jetzt bald mal bei der Insel oder nicht? Wo ist denn hier? Dann ist eine Pilzinsel, aber ich glaube, das ist falsch. Lol, das Wasser ist hier ganz schön tief. Hier könnte man eine Unterwasserstadt hinbauen. Da ist eine Höhle. Wie geil!
Ich kann von hier aus in einem Felsspalt sehen. Ey, Basti, ich kann von hier aus in eine feuchte Ritze gucken. Er kann einen Spalt sehen. Naja, guck mal, ich bin im Ozean, das heißt, ich sehe im Grunde eine feuchte Ritze. Richtig. Gleich mal vormerken, die Stelle. Um später einzulochen. Eine nasse Katze und das macht den Hahn fröhlich. Der White Pussy makes the cock happy. Ja. So, jetzt will ich, jetzt soll mich mal was glücklich machen. Ich will jetzt meine beschissene Insel wiederfinden. Wie, du bist kein Cock? Hast keinen Cock? Oh. Ich bin kein Cock, nee. Hast du richtig definiert, ich bin kein Cock. Du bist kognitiv. Genau. Ich bin inkognito. Nee, ich bin inkognito. Du bist kognitiv. Nee. Doch, ich bin inkognito. Ich bin inkognito unterwegs. Inkognitro. Ja, ich verstehe. Du bist einfach kognitiv, weil dein Cock ist einfach nitiv. Oho. Stimmt, er wächst nicht. Ey, aber das hast du aber recht im Grunde, weil meine wächst ja nicht nach innen, damit ist er ja gar nicht tief. Meine tief in einer West-Pussy. Nee, in einer nassen Katze habe ich meine Schwanz auch nicht versenkt, du alte Sau. Also wirklich. Ich dachte, ach, das sieht das nicht jetzt so viele? Nee, so. Das hast du jetzt irgendwie falsch verstanden. Ich bin der Pädophile. Ach nee, warte. Ah. Ach, das war so rum. Du warst der Pädophile, ich war der Zoophile. Doch, ja. Genau. Naja, zwischen einer dummen Ziege und einer blöden Kuh kann man halt meistens nicht unterscheiden. Richtig. Brot und Wasser. Brot. Ey, auf diesem Berg Brot? Gibt es genau einen einzigen Baum. Das sieht so crank aus. Vor allem das Ding hat da so oben so Höhlen drin. Alter. Für eine Scheißinsel ist das bitte, Alter. Die müsstest du mal sehen. Diese Kommentare sind geil. Hat wer Brot? Boah, meine Haustür ist eine Ente. Andere, hast du Nägel? Halt auf, ich Nägel brauche. Ich will eigentlich keine Ente vor meiner Haustür. Hast du für den Minecraft-Gegner? Wow. Kreativ. Neu. Angesagt. Ja, ich glaube, für bestimmte Arten von Videos muss man ja auch eine gewisse Begabung haben. Meine schauspielerischen Talente sind meistens so schlecht, ja. Dass meine schauspielerischen Talente sind eigentlich auch gut. Meine vor der Kamera sind so schlecht, dass tatsächlich, ich sag mal, bei mir sticht immer so ein leichter Sarkasmus durch. Das ist immer ganz schlecht. Bei mir ist es echt so. Man merkt, du verlierst deine Ausreden teilweise im Jahr. Ja, meine Ausreden auch. Nur gegen Ende des Jahres merken wir dann schon, dass ich auch keine Lust mehr habe, mir Ausreden zu überlegen, weil es ja einfach rum ist. Ich bin zusammen im Jahr, ich habe die Schulaufgabe jetzt nicht mitbringen können, weil ich eine kleinere Tasche heute dabei habe, weil ich keinen richtigen Unterricht habe und ich an die Kamera reinstopfen musste und deshalb meine Schulaufgabe dann nicht mehr angepasst. Das ist halt eine Scheißausrede. Aber sonst, ich habe Lehrer schon so viel vorspielen. Alter, das ist eindeutig die Lemming-Insel, Mann. Alle Tiere, die es hier gibt, ja, die stehen an den Rand der Klippe und versuchen sich von dort runter zu werfen. Hier gibt es Lemming-Schafe, ja, Lemming-Kühe, sogar Lemming-Eriks. Und Lemming-Lemminge? Ey, ich hab sogar überlebt. Das weiß ich, das hast du schon gestorben. So, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Brot zurück und meine Karte und generell hätte ich irgendwas gerne zurück. Liebe, Zuneigung. Dein Schwanz? Der war nie weg. Was noch über Angry American? Kennst du das? Nee, meinst du wie beim Leberkranken, der in den Puff geht und sagt, was steckt mich, komm später wieder? Bei Ach, nein. Ja, halt mal ja oder nein, Junge. Nein. Okay. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich kranke Serie. Das ist schlimmer als eine Mischung aus Drawn Together und South Park. Schlimmer.
noch kränkere Scheiße. Und da gibt's einen Zombie und in der einen Folge läuft jetzt ein Penis weg. Der Penis läuft weg. Und der zeigt bitte Tree Gaslam, wo zwei Bäume pickeln. Alter, was für Zeug muss man nehmen, um so ein Drehbuch zu schreiben? Ja, wo man sagen muss, South Park war ja nicht immer bloß krank und abartig. Die hatten ja teilweise auch ein bisschen sozialkritische Aspekte mit eingebracht. Deshalb sage ich ja mit einer Mischung aus Grunge Together, weil die haben das nicht gemacht. Nein. Die ziehen ja bloß also einige verschiedene andere Comics bzw. Comic-Helden in Dreck, ne? Man kann sich ja das teilweise. Schon mal direkt getroffen. Man kann sich ja auch mal vorstellen. Innen direkt. Was? Einige Comics haben noch schon von innen getroffen. Was? Ich habe niemanden von innen getroffen. Kennst du John Chabella? Ja. Das ist ja genauso krank. Mit dieser kennst du die Folge, wo die Ente lernt, wie er sich einen runterholt? Nein, oder ich glaube, das Ejakulat schwere Krankheiten heilt. Ich glaube, die kenne ich, aber ich, wie gesagt, schon ewig kein Fernsehen mehr gesehen. Ich glaube aber, die sagt mir was. Da gibt es dann so eine Stelle, da sitzen sie dann in der Kirche und beichten zwei Gemüse und die Ente und die Prinzessin. Die Gemüse, weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Und die Prinzessin dann so, Gott, ich wünsche mir Vergebung dafür, dass ich Kindersterben organisiert habe. Hä? Nein, das ist nicht. Ich habe um Vergebung gebeten. Das heißt nicht, dass du aufhören sollst. Nee. Und dann die Ente so. Ja, und Gott vergib mir, dass ich immer der Prinzessin mein Kacken zu gucken. Was? Das ist ja ekelhaft. Du guckst doch immer du riechst doch immer in deinem Club ab, hier, bevor du es so wirst. Igitt. Einfach so. Ja. Ja, ist ja generell sehr krank. Auch dieser sehr schwule Superman-Abklatsch. Ja, Captain Hero. Ja, Captain Hero, Alter. Oh. Und dieser andere richtig schwule. Ja. Wobei ich da mal überlege, von wem das die Parodie sein soll. Ich bin ja der Meinung, es soll eine Link-Parodie sein. Kann sein. Andererseits kann es auch generell eine Parodie auf alle Elfen sein, weil Elfen werden ja meistens blond dargestellt und zierlich. So, ich würde sagen, wir beenden die Folge irgendwann mal langsam, ne? So, jetzt wo das Niveau wieder leicht gestiegen ist und wir uns auf Fernsehsendungen mit hohem Niveauanspruch. Also, wenn man es überlegt, ne? Ja. Ich meine, das sind Fernsehsendungen, die stapeln das Niveau genauso tief wie wir. Das ist erstaunlich. Also man könnte im Niveau eigentlich noch einmal absinken, indem man jetzt von diesem Kanal auf RTL schaltet. Dann würdet ihr tatsächlich eine Stufe nach unten machen. Ansonsten ist das, glaube ich, mittlerweile schlecht möglich. Könnte aber auch eine Stufe bleiben, das ist hier ab 21:13 einfach auf Viva schalten. Irgendwie Drawn Together, Crash Canyon. Na gut, Crash Canyon ist ja noch einigermaßen in Ordnung. Oder so irgendwas in die Richtung. Ja, irgendwas in die Richtung läuft. Oder ihr macht es ganz anders, Freunde. Ihr kommt jetzt der richtige Pro-Tipp, ja. Ihr bleibt jetzt auf dem Kanal und schaut euch einfach noch ein paar andere Videos von uns an. Das ist doch viel besser. Für die nächste Folge. Die nächste Folge oder die letzte Folge. Oder ihr. Oder die Folge, die Erik einfach heimlich aufgenommen hat, während ich GTA gespielt habe, wovon ich eigentlich wusste. Oder ihr guckt euch die anderen Projekte an. Um das mal so zu sagen. Nein, das tut dir bitte nicht. Nein, das tut dir bitte nicht. Nein, das tut dir bitte nicht. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit die Halo-Teile angucken, Skyrim angucken oder halt Minecraft angucken. Da habt ihr die Möglichkeit zu wählen. Minecraft Ice angucken, das könnt ihr auch noch. Ihr habt die Möglichkeit zu wählen zwischen Minecraft Season 1, 2 und 3 und natürlich auch ganz beliebt die Let's Shows, zu denen ich auch jederzeit übrigens Bewerbungen annehme. Dass ihr eure Karten mal zeigen wollt. Solange dort mehr als ein einzelnes Haus zu sehen ist. Ja, also, ich habe tatsächlich mal von einem Typen eine Anfrage bekommen, ob ich seine Karte zeigen möchte. Bin draufgekommen zum Vorschauen. Er besaß eine Holzhütte, die auch noch mickriger war als unsere auf dem Berg. Und das sollte ich dann zeigen.
Ja, nur weil wir, also... Warum hast du es nicht gemacht, Erik? Jetzt hat die Welt was verpasst. Die Welt hat was verpasst, wenn ich meine Blähungen hier freilasse, dann hat die Welt was verpasst. Aber das war definitiv nichts, was man zeigen ich möchte. Ich glaube, die Welt hat nichts verpasst, wenn wir jetzt aufhören. Meinst du? Ja. Meint ihr, Freunde, wir sollen aufhören? Ja. Seid ihr auch dieser Überzeugung, dass wir aufhören sollen? Wir hören jetzt mit dieser Aufnahme auf. Mit dieser? Nur mit dieser einen? Nee, mit keiner anderen. Was ist denn die scheiß Frage jetzt? Keine Ahnung, mir ist langweilig. Das merke ich. Ja, Freunde. Wie gesagt, schaut euch einfach mal ein paar andere Videos noch an. Kommentiert auf jeden Fall. Abonnieren müsst ihr nicht unbedingt. Macht es, wenn es euch Spaß macht, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert aber bitte auf jeden Fall. Ich mag Kommentare. Ich lese immer gerne die Kommentare. Ist immer scheiße, wenn man bloß von ein, zwei Leuten Kommentare sieht. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ja, der Basti und ich. Wir verabschieden uns von euch und sagen Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne.